Hallihallo, Hallöchen und recht herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Aufnahme vom Let's Play Tramsim. Wir schauen uns jetzt heute mal das neue Update 1.1.3 an. Das ist die letzten Tage erschienen. Und genau, da es schon mal ein bisschen her ist, seit das vorherige Update veröffentlicht wurde, ist da jetzt auch tatsächlich einiges neu, was zumindest aus meiner Perspektive dann nochmal wesentlich mehr Spielspaß reinbringt. Vor allem doch eben zum einen, weil ein paar Sachen behoben wurden, die den teilweise vor so ein bisschen getrübt haben, allem voran. Zum Beispiel die Tatsache, dass nach einer Zeit lang unter Umständen keine KI-Fußgänger mehr angezeigt wurden. Heißt, es sind auch keine Fahrgäste mehr eingestiegen. Und das ist tatsächlich was, was jetzt wieder funktioniert. Und was es sonst noch so Neues gibt, das würde ich sagen, schauen wir uns dann im Laufe der Fahrt einmal an. Wir haben jetzt hier heute mal ein Fahrzeug mit Repaint, wie ihr sehen könnt. Entsprechend quasi so ein bisschen dem alten Design, das es früher gab, das fand ich irgendwie ganz schnieke. Und genau, damit fahren wir jetzt heute eine kleine Runde durch München. Ich hätte auch gesagt, irgendwie mehr oder weniger so zur Feier des Tages, keine Ahnung, mal ein bisschen weiter. Das heißt, wir machen jetzt nicht bloß den kleinen Teil der 23, sondern wir schauen im Prinzip uns mal wieder die Karte mehr oder weniger in Gänze an. Und das ist ja dann tatsächlich ein bisschen mehr. Wir fahren also nochmal zum Settlinger Tor. Danach hätte ich vorgeschlagen, dass wir den Schlüssel brauchen wir nochmal für hier vorne. Also wollen wir erstmal aufrüsten hier. Zack. So. Und dann müssen wir auf jeden Fall mal den Stromabnehmer hochfahren. Das ist mal eine Sache. Dann die Feststellbremse brauchen wir nicht mehr. Beleuchtung brauchen wir schon. So, jetzt müsste das oben sein. Dann wollen wir einmal den Hauptschalter anmachen. Schauen wir mal, ob das klappt. So. Dann einmal gucken. Wir sind die super geheime Fahrernummer mit der super geheimen PIN. Super 2304, dann fahren wir, das ist schön. Und 12.05 Abfahrt Münchner, Richtung Münchner Freiheit. Genau, da fahren wir hin. So. So, genau, wir haben jetzt noch 2 Minütchen, wird auch gerade schon berechnet, das ist schön. Das heißt, wir brauchen jetzt nur noch hier den Richtungswender. Dann hätte ich gesagt, müsste da doch eigentlich, ja genau. Wunderbar. Weiche steht auch richtig gut. Wir könnten natürlich dieser Juxendollerei mal auf das linke fahren. Naja, das ist assi. ich finde das ganz cool hier mit dem manuellen Weichen verstellen und sowas. Da kann man immer ganz witzigen Schabernack machen. Ja, Schabernack, welche krasse Bezeichnung, ich weiß. Ja, aber es ist doch schon manchmal irgendwie ganz witzig. So, genau, wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal die erste Runde. Ziehen wir mal vor. So, wir haben auch schon einen Rollstuhlfahrer. Die sind ja dann meistens an der ersten Station tatsächlich. Schauen wir mal, ob das jetzt hier auch der Fall ist. Möchtest du mit? Du möchtest mit. Das heißt, wir machen zack. Bremse dann die Tür extra auf. Die anderen Türen geben wir einfach frei. Und dann schauen wir mal, ne? Du fährst da jetzt ran. Dann wollen wir einmal ausfahren. Ja, warte mal einen Moment. Das dauert einen kleinen Moment, so, genau, jetzt, wir können auch mal von außen gucken, theoretisch, ne? Das ist dann ja quasi hier. So, oh, guck mal, wir können das mal hier. Das mit dem Zoom sieht auch mal ganz cool aus. So, jetzt warte doch mal. Ich stelle dir das doch so. Ja, sorry, ich weiß, du willst nicht gefilmt werden. Das tut mir leid. Ich hätte DSGVO-technisch vorher um Erlaubnis fragen müssen, ne? Kommst du da noch mit? Wir haben noch ein Minütchen, ne? Kannst dich ruhig entscheiden. Hab da keinen Stress. Nee, okay, gut, das war wohl das Demonstrative. Nee, mit dir will ich nicht mitfahren. Gut, kann ich nachvollziehen. Der komische Tüter, der mit seiner Kamera herumläuft, ne, das ist aber auch seltsam. So, dann haben wir wieder eingefahren hier. Aber haben wir es zumindest mal wieder ausprobiert. So, dafür sind wir jetzt auch auf Abfahrtszeit, das ist auch nicht schlecht. So. Zack, Freigabe raus und Abfahrt, würde ich sagen. Wunderbar. So. Mal ausgeguckt, das sieht aber eigentlich soweit ganz gut aus, ne? Dann sag, achso, gibt da aber ein kleines Läuten oder sowas. Dann herzlich willkommen mal wieder hier in München, tatsächlich. Ist schon ein bisschen her und ich muss auch tatsächlich immer sagen, die letzten Aufnahmen haben immer so medium geklappt. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich umso froher, dass das jetzt, ja, irgendwie alles halbwegs funktioniert und deswegen machen wir heute auch ein bisschen die große Runde. Ich gucke, dass wir uns gleich nochmal anschauen, was Neues. Also die Bug-Fixing-List, die erhält unfassbar viele Items. Ich hätte aber mal gesagt, wir konzentrieren uns dann doch auf das, was eben so am wichtigsten, was man auch am ehesten sieht.
Genau, so, halt nur trotzdem mal hier an dem Nupsel da an. Ich mache jetzt mal noch den Daueröffnen immer zum Anfang, damit die Leutchens da nicht ihre Patsche-Patsche-Händchen an den Türknöpfen machen müssen. So, was ich jetzt ganz kurz noch tun wollte, ist hier am Bildschirm, genau. Wunderbar. Wir haben scheinbar ein paar Bugfixes mit dem Ibis, das jetzt tatsächlich die Verspätung an der aktuellen Haltestelle anzeigt und nicht mehr an der nächsten Haltestelle, was ja ganz sinnvoll ist. Ja, das ist vielleicht eine Änderung. Dann eben bei dem Fahrzeug, das, also hier jetzt mit den Türen, habe ich tatsächlich auch festgestellt, dass die immer teilweise anders angezeigt wurden, als sie tatsächlich waren. Also die standen dann irgendwie offen oder zu und waren dann was anderes. Das ist irgendwie ganz cool. Genau, unterm Strich sind es noch ganz, ganz viele weitere Kleinigkeiten, was man noch, glaube ich, so bis an der Update-Nummer halt natürlich sieht. Das ist jetzt kein großes Major-Update, aber auch noch vielleicht ganz cool, was man auch noch sehen werden im Laufe der Fahrt ist. Wir haben jetzt ein paar Geschwindigkeitstäfelchen, das heißt, wir fahren nicht mehr komplett nach Gefühl, sondern haben wir da vorne, glaube ich, auch gleich sehen werden, dann immer eine Ankündigung auf eine andere Geschwindigkeit und wissen dann auch immer ein bisschen, wie schnell wir fahren dürfen. Also außerhalb natürlich von den Regelungen, die es halt sonst gibt mit den, der Weichengeld und sowas, da haben wir da auf jeden Fall so ein bisschen mehr Orientierung auch für Kurven. Genau, man hat wie gesagt KI-Autos ein bisschen umarbeitet, KI-Straßenbahn, KI-Fußgänger, also das ist so die ganze Liste an Sachen, die das Spiel so ein bisschen spielbar macht. So, wollt ihr das irgendwie... zu? Dankeschön. Wollte gerade sagen, das schaffen wir auch über die Ampelphase hier drüber, das wäre doch... Das wäre doch fantastisch hier, ne? So, ein bisschen hier hoch beschleunigen, genau. So, da oben sehen wir das schon, ne? Könnt ihr mal gucken. Da Ankündigung auf 40. Und da sind es dann auch die 40. So, einmal schön hier über die Brücke drüber. Da wäre ich jetzt auch intuitiv wahrscheinlich, ja, wenn man darüber nachdenkt, wahrscheinlich auch nicht schneller gefahren. Aber ich bin es wahrscheinlich schon im Let's Play. Ich weiß nicht, da müsste man sich jetzt die anderen Folgen angucken. Ja, auch die, wie das so geworden ist. So. Gut, hier haben wir wieder E. Habt ihr gesehen, dass also quasi dann die Geschwindigkeits... die ist auch eine schöne Brücke. Ich finde das schön hier mit der Brücke hier, ne? Sonst können wir ein bisschen hier... oben gucken, mal so klein, bin die Wiese. Ich hab gesagt, wir machen die Sicht mal wieder so, dass wir was anfangen können hier beim Einstieg. Ich glaube, wir können auch los, genau. So, dass keiner von euch da vors Fahrzeug läuft hier. Dö-dö-dö-dö. Irgendjemand? Ja, okay. So, genau. Also da kommen wir auch ein bisschen wieder eher in Richtung Straße. Und können wir setzen dann nachher gleich einmal über zur Endhaltestelle der 28 war da dann der, glaube ich. Zum, dürfte der Scheidplatz gewesen sein. Und ich habe auch tatsächlich, wo wir letztes Jahr mal in München waren, auch tatsächlich hier in der Nähe, auch mit der Linie 23 gefahren, haben wir auch tatsächlich gesehen, dass es eine ein oder andere Fahrt auch tatsächlich gibt. Vom, also von Schwabing Nord zum Scheidplatz. Ich hätte gesagt, das können wir heute auch tatsächlich mal ein bisschen nachstellen. Das ist natürlich jetzt hier fahrplantechnisch nicht hundertprozentig legal. Müssen wir dann da vorne am Parzivalplatz, genau, müssen wir dann quasi einmal nach rechts. Das heißt, ich würde schon mal den Fahrplan abbrechen. Muhahaha. Und wir schildern schon mal um. Menü, Ziel... Dann schildern wir schon mal München, View App, Karlsplatz, das ist Wien. Ja, wir haben ein paar Ziele. Scheidplatz U. Ja. Okay. Wunderbar. Oh, wir haben Abfahrt. So, dann müssen wir noch gucken, ob wir gleich dran denken, die Weiche zu stellen. So, sei Gefahrgäste, bitte beachten Sie, dieser Wagen der Linie 23 verkehrt zum Scheidplatz in Richtung Münchner Freiheit. Bitte hier umsteigen. So. Ich will auch nicht zu früh machen, aber ich mach's schon mal relativ früh, weil ich das hier vergessen. Ja, genau. So. Ich sehe mal nicht genau, wo hier. Langsam müsste jetzt nochmal der Weiche in Kontakt kommen. Da vorne ist er. Jetzt fahren wir drüber. Genau, wir stellen die Weiche um. Ich kann gar nicht so früh machen brauchen, ich weiß schon. Aber okay, so.
Gut. Dann können wir schon mal blicken. Und ich glaube, wir haben da keine Anforderungen. Werde ich mal ganz kurz aussteigen. Ja, das Kontakt leuchtet nicht. Das heißt, ich werde mal ganz kurz hier... Nee, können Sie mir mal bitte da lassen? Danke. So, genau, das wollte ich machen. Einmal anfordern hier. Ich hätte auch schon... Ach. Zentrales Öffnen irgendwie bleiben lassen können hier. So, Tür vielleicht zumachen, ne? So, sehr gefragt ist nochmal zur Information. Wir biegen jetzt hier rechts ab zum Schaltplan. Danke fürs Umstellen. So. Genau, wir biegen jetzt hier rechts ab zum Schaltplatz. Natürlich stimmt es die 28 nicht. Wollt ihr echt noch mit? Oder lauft ihr dann nur so? Manchmal wollen die hier noch mit, ne? Oh, nee. Nee, ich glaube, ihr wollt geradeaus. Gut. Dann werde ich euch mal... Ja, jetzt doch oder nicht? Jetzt haben wir F. Pip, wunderbar. Und ab geht die wilde Fahrt. Ja, ich finde das halt cool mit den Weichenstellen tatsächlich. Ich weiß nicht, ich hab da eine unfassbare Freude dran, aus dem Cockpit raus die Weichen umzustellen. Ich weiß, weird, aber es ist irgendwie ganz witzig. Und vor allem jetzt hier die Linienkombination, aber das halt irgendwie zumindest dann so nachstellen kann, finde ich irgendwie ganz cool. Ich weiß auch gar nicht, ob es das halt noch gibt oder ob das nur so ein zeitweise Ding war. Ja, gut, das mit den Ansagen, da ist jetzt halt ein bisschen... Er ist ein bisschen frei erfunden unter Umständen, aber ja, da passt schon irgendwie. Ich glaube, wir haben auch tatsächlich, als wir da gefahren sind, aus Versehen genau so einen Umlauf erwischt und sind dann gar nicht da rausgekommen, wo wir eigentlich rauskommen wollten, aber ja, kann man nochmal machen, dass hier ist so ein bisschen dann nur eine kleine Art Betriebsfahrt, Verbindungsstrecke. Also ich finde auch cool, dass das halt auch dargestellt ist, dass die beiden Kartenbereiche halt auch irgendwie miteinander verbunden sind. 27 und 28 sind es ja halt natürlich durch den gemeinsamen Linienweg. Und dass ja auch hier dann das Verbindungsstück mit dabei ist, ist irgendwie ganz cool. Der fährt aber auch ohne, dass es einen Morgen gibt, ne? Halte ich dann eigentlich auf dem Weg? So, sehr gefragt ist der nächste halt Kölner Platz. Ach ne, komm, wir machen. Hat keiner gedrückt, ne? Wird schon passen, wir haben es eigentlich. Wir müssen auf Linie, ne? Wir haben da vorne gleich eine Folgefahrt zu übernehmen. So, genau. Dann sind wir auch schon gleich an der Endhaltestelle. Das ist ein... kleiner Hopfer im Prinzip. Das ist nicht weit. So, wenn wir da zum Weile stehen, könnten wir ja eigentlich mal schauen, ob wir uns... Ja, das sind erstmal die Autos grün. Können wir mal schauen, ob wir uns gleich einen Umlauf schnappen können. Fahrplan. 28. Das ist falsch. Die 1 gibt's nicht. Die 3 sind Sendlinger Tor, Petuelring. Der Petuelring. Schaltplatz. Wie viel Uhr haben wir denn? 12.22. Dürfte aber knapp werden, ne? Ach nee, ist noch ein bisschen. Hätten wir auch einen früher nehmen können jetzt. Ach komm, wir nehmen mal einen früher. Kann ja nicht sein hier. Es ist jetzt 13 nach. Ach, es gibt gar keinen früher. Naja, gut. Ist ja irgendwie mittags, haben wir schon mal 10 Minuten Takt oder sowas. Gut. Anmeldung Linie Kurs. Jetzt sind wir die 27.09, das ist richtig. So, danach fahren wir die 28 zum Sendlinger Tor. Genau. So. Können wir schon mal die Uhr so ein bisschen vorstellen. Ja, alles mal in-game hier, ne? So, 19, dann haben wir noch 3 Minuten. Ich hoffe, wir kommen damit klar. Ansonsten bauen wir ein bisschen Verspätung auf. Ja, apropos Verspätung, kommen wir hier auch irgendwann mal weiter oder nicht so? Ja, scheinbar nicht ganz so. Naja, schade. So, dann wollen wir ganz kurz gucken. Ja, ansonsten, Change-Up, könnt ihr euch selber im Prinzip einfach mal durchlesen, aber auch noch viele Ampeln oder sowas, die nicht funktioniert haben. Also, da gibt es auf jeden Fall... Sag mal, habe ich jetzt meine Ampelphase verpasst oder wie? Muss aber nicht extra anfordern. Ich bin schon integriert in die Ampelphasen. Nee, da, ich habe da nicht so ein... Nee, das ist nicht so ein Anforderungsnupsi. So, habe ich dich gerade abgelöst, oder wie? Kollege, ja, dann machen wir schön Feierabend, ne? Vorausgesetzt, ich komme hier auch irgendwann mal nochmal raus. Das ist natürlich jetzt mal die Annahme. Ich hatte das vor einer guten Zeit ja schon mal gemacht. Also echt, kriegen wir hier irgendwann grün. Irgendwann. Schauen wir mal, ob und wann das der Fall ist. Ja, du hast jetzt grün, oder wie?
Prinzip doch eigentlich, wenn die Rechtsabbieger grün haben, oder? Also nur so ja genau, wenn es die Rechtsabbieger, ja, guck mal gerade sagen. Da hätte ich mir jetzt auch grün gegeben. So. Schön, schön. Ach ja, genau, dann hier aufs Rasengleis. So. Ja, da passt das auch zeitlich ganz gut, ne? Weil jetzt haben wir nicht ganz so eine große Schleife wie am Petylring. Ja, das heißt nicht Petylring. Ja, das ist ja schön. So. Wir haben es auch mit den Signalen, die jetzt keine Anforderungen haben, haben wir es heute aber auch nicht so wirklich. Das dauert immer so ein bisschen. Naja. So ist das wohl. Wo er voll gerade rot? Genau, ist doch ein ganz gutes Zeichen hier. Oh, ja. Ich wollte nicht gegen die Maus kommen. Sorry. So, jetzt hätte ich gesagt, wir nehmen aber das Rechte davon. Also, ich habe automatisches Weichenstellen aus, ne? Das heißt, ich würde sonst auch wo falsch hingeleitet werden. Das heißt aber, ich müsste theoretisch auch wissen, wo wir hinfahren. Ich weiß jetzt hier auch gar nicht, wie die Gleisbelegung ist, ehrlich gesagt. Ich bin das mal an den Steig mit den mehr Fahrgästen gegangen. Warum sind das mehr Fahrgäste? Fahren die mit dem Schiff? Ja, so in der Art. So. Wenn wir hier stehen, ja, mit der ersten Tür am Streifen mal einmal hier an. So, schön, schön. Ihr steigt jetzt alle mal ein. Was steht denn da auf den... Ah, hier fahren wir scheinbar nicht ab. Wir hätten scheinbar hier drüben abfahren müssen, ne? Ja, irgendwie stehen wir dann doch falsch. Achso, ich könnte ja mal Freigabe drin lassen und... Anfordern da vorne. Genau, Kontakt steht auch schon. Was macht jetzt eigentlich in der ersten Tür? Will der nicht einsteigen? Ey, können wir bitte die Tür frei machen? Mal bitte die erste Tür frei. Dankeschön. Das Freigabe mal raus, das ist ja kein Zustand. Wollt ihr mit? Also, wenn ihr wirklich einsteigt, nehme ich euch ja gerne mit. Na ja, komm. Die schließen wir mal mit der neuen und dann ist Abfahrt hier. Mir ist das jetzt egal. So. Achso, wir warten noch da vorne, ne? Ich mach die Tür aber nicht mehr auf. Da können die... Ja, das können die vergessen. Das gibt's heute nicht mehr. Achso, hätte ich jetzt damit gerechnet, dass wir hier ein bisschen länger stehen. Hätte ich mal ein bisschen früher angefordert, aber... Ah, jetzt. Geht's langsam los. Du, da passt aber auf, ne? Dankeschön. So, die Weiche steht ja richtig. Das blinkt nur mal nach da. Ja, ich glaube, die andere weichende Einstellung wäre dann ja wieder, dass wir dorthin quasi zurückfahren, wo wir hergekommen sind. Karl-Theodor-Straße. So. Darf ich überhaupt zu weit vorziehen? Mitten auf... Wow. Spiel so, nee. Darf ich eigentlich auf die Weiche vorziehen oder ist das eher nicht so... Ja. Dürfen wir fahren hier. So, da können wir ein bisschen ziehen. Ja, auch was bewölkt langsam. Moment, ich habe mal ein bisschen den Wechsel von sonnig auf bewölkt eingestellt. Ich glaube, das sieht man ganz gut. Ja, es ist ein bisschen bewölkter, ne? Ich hoffe mal, die Ansagen... Karl Theodor, bist du der Nächste? Könnte sein, ein bisschen Verspätung auf jeden Fall. Hätten wir ein bisschen früher angefordert, wäre das wahrscheinlich nicht so ein Thema gewesen. Naja. Wird aber ganz schön wolkig hier, ne? Komm, machen wir wieder sonnig hier. Es ist ja... Zack. Oder ein bisschen weniger wolkig. Heute habt ihr mal Live-Regie mit Josh. So. Ein paar Wölkchen, ne? So ein bisschen sonnig ist ja irgendwie noch ganz cool. Sonst fühlt man sich ja wie so ein... komplett irgendwo im Schatten. Das muss ja auch nicht sein. So. Hi.
Ah, die Bimmel ist länger als okay. Also es gibt nicht schon den kurzen Bimmel, sondern scheinbar gibt es einen längeren Bimmel, habe ich jetzt gelernt. Gut. So. Einmal rein mit euch hier. Will keiner, wollt ihr woanders hin? Na gut, da wäre auch nichts dagegen. Hinten? Was ist denn da los? Alles ist zu. Gut, da gab es wohl auch scheinbar eine Rangelei an Tür 4. Wir sind zu spät, wir müssen ist da vorne wirklich. Ich sehe, ist ja gerade richtig auf dem Haus oder ist das irgendwie die Tatsache? Einfach Erdinger-Werbung, ja moin. Erdinger-Weißbräu, ach ja. Ja, stimmt, auf der Hausfassade, ne? Das ist dann immer auf den Häusern, wo dann an der Seite nur ein bisschen Platz ist. Sonst muss ich bleib mal da stehen, sonst muss ich meinen Kopf da so verrenken. Das muss ja auch nicht sein. So. Gut, jetzt ist das Wetter wieder eher so, als ob man eine Sonnenbrille braucht. Ja, verschluckt. Aber ganz ehrlich, das wäre auch so ein Feature, so eine Ingame-Sonnenbrille einfach. Sag mal, jetzt fahr doch bitte, dankeschön. Weißt du, erstmal durchheizen, dann fast stehen bleiben. Das ist ja fantastisch. So. Aber dazu rüberfahren, ne? Kann man machen. Ach, ich wollte mir vor was. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Irgendwie, ich habe vor der Aufnahme das Gefühl gehabt, irgendwas habe ich vergessen. Jetzt weiß ich wieder, was ich vergessen habe. Ich wollte mir vor der Aufnahme was zu trinken holen. Ja. Das war es scheinbar. Ups. Aber hey, was willst du machen? Ich meine, die Zeit überlebe ich jetzt auch noch. Das ist jetzt ja auch nicht nur nicht mehr ewig weit. So. Wir dürfen wir auch irgendwann richtig geschildert. Das müsste aber echt passen. Ich habe das gar nicht mehr geguckt. Ja, Tatsache. Und ihr seid eingestiegen. Das ist sehr schön. Das freut mich. Ja, mei, jetzt kann ich mal wieder die Bayern rausholen. Geh. Sau, ey, München hier. Bald zusammen. Ich schwöre, das ist da vorne mein Lieblingsvorfahren, das KI-Auto. Ne, ist, glaube ich, jemand anders. Ah, genau, und hier treffen wir dann noch auf den Linienweg der 27, also bis auf die Weiche aufpassen. Ist ja generell, was das immer ein bisschen im Blick haben sollte. Also wie steht die denn? Ich glaube, die steht richtig. Ich mach trotzdem mal links. Ja, genau, da habt ihr es gerade gesehen. So, da unten, wo dieses kastenartige Ding im Boden ist, da ist dann der Kontakt, der ist nicht immer so nah am. Er ist nicht mehr ganz so nah an der Weiche oder am Signal wie an den anderen Stationen, sondern kann auch mal ein bisschen wie hier sein, ticken weiter weg. Muss man ein bisschen aufpassen. Ich meine, ich habe es jetzt auch nur aus der Entfernung gesehen irgendwie. Ja, aber normalerweise ist hier, glaube ich, auch nicht sonderlich der Abbiegebetrieb in die Richtung. Deswegen sollte das eigentlich passen. So, ach schön. So, Handy weg, Zug kommt, ne? Wunderbar, hat er gemerkt. Ja, dann steigt ihr mal ein und aus. Er kriegt das alleine hin. Er braucht da keine Beaufsichtigung. So. Hi, guten Tag. Okay, das wird wahrscheinlich erst beim Weiterfahren relevant, ne? Geht aber. Ach, Bimmeln ist schon auch cool. So, da vielleicht mal kurz in den Spiegel geguckt. Das ist nix. Sehr gut. Pling. Dankeschön. Elisabethplatz. Hier ist der Ausstieg in Fahrrichtung rechts. Achso, wir halten. Ich erinnere mich langsam wieder. Ich hätte mal gesagt. Du, da war rot, ne? So, mal den Warnblinker hier rein. Ich weiß gar nicht, ob wir das müssen oder nicht. Und öffnen wir mal zentral. Da hinten wollen viele einsteigen, ne? Ja.
Wenn die jetzt immer noch nicht da fertig wären mit Einsteigen und angelaufen kommen, irgendwann muss ich auch die grüne Ampel nehmen und der nächste kommt ja sofort. Das ist jetzt ja nicht der krass unterversorgte Teil der Stadt mit Takt. Ich glaube, da dürfte auch gleich der nächste Takt hinter mir kommen. Deswegen, ja, meine Güte, bis zum Sättlinger Tor kommt man jetzt auch noch mit einer anderen Linie. Und fährst du nicht? Ach, wegen der Rechtsabbieger, ne? Man muss Abstand halten. Ich hab ja nicht, ich darf ja nicht so schnell. Doch, schnell darf ich schon, aber ich bremse nicht so schnell. Das wollte ich eigentlich sagen. So. Und hier können die Autos jetzt ja nicht überholen, ne? Das wäre ein bisschen knapp. Und einmal rein mit euch. So, Freigabe raus. Wer es jetzt noch nicht hat, der hat es auch noch nicht. So. So, warte mal, bis der hintere Teil vom Zug da auch durch ist. Ach, guck mal, es war gar nicht so viel los. Die sind halt schon ausgestiegen. Schellingstraße. So, ein bisschen vorsichtig. Genau, da könnten wir noch ein paar Leute einscheren hier. Aber das schert mich nicht. Gott, ist ja schlecht. Ja, Stand Let's Play ist auch schlecht. Ja, der Fahrstil von den reinziehenden Autos auch irgendwie. So, da vorne wird doch gleich rot. Ich sehe das doch schon. Ich halte mal ein bisschen mehr Abstand. Aber es scheint ja zu funktionieren. Jetzt haben wir rot. Die Autos dürfen noch durch. Das ist schön. Dann stehe ich hier direkt in erster Reihe. Super, da macht er das, ne? So, Kollege, du bist die. Ah. Die, auf die wir dann quasi wechseln würden, wenn wir zurückfahren würden. Das macht man sich auch noch, den letzten Teil der Karte abfahren, aber ja, das sind dann noch die letzten paar Linienmeter da hinten noch. So, Freigabe können wir schon mal. Ne, es sind ja noch die Fußgänger, die hier queren, haben noch grün, jetzt nicht mehr. Genau. Ah, guck, wir kriegen sogar das F. Ach, mein Kollege ist auch fertig, das ist ja schön. Ah, jetzt hat er nur ganz kurz gebimmelt. Finde ich aber lustig, dass die verschiedene Eigenheiten haben, die Fahrer. Ob das jetzt gewollt ist oder nicht. Weil vorher haben die alle nur den kurzen Bimmel gemacht. Und das machen manche auch den längeren Bimmel. So, und der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Kriegen wir das in Ampelphase hin? Ne, kriegen wir nicht. Jetzt haben wir 3 Minuten Verspätung. Das ist ja aber, ich sag mal, unterm Strich halt irgendwie verkraftbar. So, Tür 3. Wer steht denn da schon wieder in Tür 3? Was soll das denn hier? Freigabe mal raus. Bitte Türen freimachen, bitte Türen freimachen. Ja, okay. Guck mal, passt der hier zeitlich einwandfrei von der Taktung. Gerade so eine rote Ampelphase. Wunderschön. Karolinenplatz. So, vorne bin ich ein bisschen gespannt, ob wir da drüber kommen. Aber sobald das keiner links abbiegt, ist das ja in Ordnung. Oh, scheint zu klappen. Gut. Einwandfrei. Vorne kommt schon der nächste Kollege. Meine ich, also hier ist der Takt ja wirklich, wirklich nicht schlecht. So, dann bist du die 28, ne? Hi. Sogar mal gesehen, wie die sich quasi im KI-Fahrzeug hinsetzen. So, kriegen wir da vorne das die Anforderungen? Ja. Sehr schön. Da können wir hier wirklich mal warten, bis da alle drin sind.
So. Ja, ne, wollen wir schon mal. Ne, ich war noch nicht, ne, wir kriegen ja, genau. Kriegen ja nochmal gesondert Bescheid, wenn wir da raus dürfen. Und auch hier im Kreisverkehr, ach komm, das machen wir jetzt einfach mal, ich hab da jetzt Bock drauf. Im Kreisverkehr kann man halt mit den Weichenstellen auch ganz witzige Dinge machen. Also seht ihr hier, da vorne, ist ja offiziell, ne, steht ja nach rausfahren. Wenn ich jetzt eigentlich hier nach links drücke, weiche ich hier nach links, hier vorne. So, dann stellt ihr hier nach links. Gut, also hier seht ihr, der Beilogang geht trotzdem auf Fahrt, aber so kann ich jetzt im Prinzip mal auch im Kreisverkehr drehen. Das ist eigentlich ganz witzig, ich muss halt nur dran denken, dass ich hier vorne wieder auch die Weichen stelle. Jetzt habe ich ein Problem. So, vielleicht nicht ganz so schnell anfahren, die Weiche. Ja, genau, die stellt richtig, gut. Ja, so kann man da... Hi, Kollege! Ah, schön. Okay. Ich bin wohl ein bisschen spät dran. Ups. Ich meine, so eine Aktion, die trägt jetzt auch nicht dazu bei, dass es besser wird. So, jetzt dürfen wir nicht vergessen, das nach rauszustellen, sonst machen wir dann ewig weiter. Ja, genau. Und Blick aus. Super. Ja, okay, das war doch aber eine witzige Aktion. Da könnt ihr doch jetzt nichts sagen. Das war doch irgendwie war das doch witzig. Nicht? Okay. Dann tut's mir leid. Ja, auch für alle von euch, die jetzt irgendwie sonst noch nicht so viel rumspielen mit dem Spiel, was sonst so für Möglichkeiten hat, irgendwie hat. Das, sowas finde ich irgendwie ganz witzig. Ach ja. Weichenstellen, das ist schon cool. So. Packt eure Telefone ein, die Bahn kommt. Ja, ich könnte mir jetzt auch den Eilzug machen und ein paar Mal durchfahren. Der Rest macht die andere Bahn. So, zu die Hütte hier. Super. Karlsplatz Stachus. Umstieg zur U4, U5 und zur S-Bahn. Change here for U4, U5 and S-Bahn Services. So, so sind der Ausstieg natürlich in Fahrtrichtung rechts. Ja, da hängen jetzt oben wirklich wesentlich mehr Marker für verschiedene Sachen. So, die Weiche sollte passen. Ich glaube auch tatsächlich, dass Weichen, wo man hinkommt, wo man gar nicht hinkommen sollte, dass die auch gar nicht so stellbar sind tatsächlich. Das wird ja ein bisschen unterbunden. Genau. Man fährt hier nach links, um dann hier nach rechts abzubiegen. Das war ja der Witz, genau. Können wir aber eh nicht, deswegen... So. Ist auch hier nach links. Auch hier können wir, glaube ich, gar nicht nach rechts. Genau. So, aber nicht ganz so schnell. Wird ganze Weichen geschnattere das hier. Und dann einmal durch hier, ne? Bis vorne. Da sehen wir auch, dass wir los können. Also auf jeden Fall, dass wir los können. Ja. Könnten wir sogar bald. Das ist ja auch schön auf seine Art und Weise. Wahrscheinlich können wir es halt nicht nutzen. Zu. Ah, schaffen wir noch, oder? War knapp dahinter, wenn wir Züge beschleunigen. Ja, 25 ist recht. Aber wenn ich jetzt 30 fahre, dann schaffe ich das doch. Herrscher, stand aber, dass du... Dankeschön. Zur U1, U2, U3 und U6. Change here for U1, U2, U3 and U6. Endstation. Bitte alle aussteigen. Terminus. All change, please. Dieses Fahrzeug fährt weiter als Linie 27 Richtung
Petuelring. Ah ja, Weiche steht eh. So, da kommt unser Zug angefahren. Da vorne haben wir nochmal Road. Ja gut, aber ist da noch der vor uns Wagen. Vor uns. Heißt, wir hätten da dann eh nicht. Wann ist denn hier wieder Abfahrt eigentlich? Sieht man das? 38 ist aber die ursprüngliche Ankunft wahrscheinlich, ne? Ja, wir sehen es ja gleich, wenn wir die Fahrgäste ausgeladen haben. So, der fährt sich 28. Da dürften wir eigentlich quasi in 5 Minuten hier abfahren, um dann die nächste 27 zu machen. Und hier kann man übrigens auch witzige Sachen machen mit dem Weichenstellen und Kreisfahren. So. Und wir können mal ganz kurz zum Schluss mal probieren. Ich glaube, da kommt hier nämlich nicht nach rechts, ne? Wenn ich jetzt mal versuche, hier die Weiche nach rechts zu stellen. Ja. Ja, genau. Dann macht die das halt nicht, weil wir das halt nicht dürfen. Aber nachvollziehbar eben, von daher. Achso, ich wollte kurz gucken, wann wir wieder los müssen. Spiel, bitte, danke. Überleg mal kurz die neue Route. 44, ja genau. Quasi war in 5 Minuten Abstand dann von der Fahrt, die da gerade los ist. So. Ich hoffe mal, dass... weil wir jetzt so... Ach, ich kann wieder ein Inscreen machen hier, ne? Haha. Ich bedanke mich aber recht herzlich fürs Einschalten, fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal, fürs Zuschauen. Ne? Tschüss.